So, schlagen wir mal Krankheit. So hoch. Es geht ja los. Bis dann gut so auf. Hallo. Ein Applaus. Ja. Ist es zuerst die schwere oder die leichte? Die leichte. Die leicht zum Aufwärmen, ja. So. Dann nehmen wir die hier. Nummer 16. Nummer 16. Das brauchst du noch nicht beantworten. Wie hieß die Miss CSD? Die Miss CSD 2014. Da kannst du Parker sprechen. Parker. Der Parker. Die Parker? Die Parker ja kann auch vorne. Das ist eine leichte Frage, das finde ich. Jurassica Parker. Jurassica Parker, da geht's auch. Jetzt kennen wir schon. Pass auf, Christian. Wir haben für dich Folgendes vorbereitet. Mittelschart Nummer 12. Wie heißt der älteste schwul-lesbische eingetragene Verein der WRD? Der WRD. Wie heißt der älteste schwul-lesbische eingetragene Verein der WRD? Das ist eine Frage vom RBB. Das fragen die Damen oder was? Eine Idee? Wie könnte er heißen? So, nächsten 50 Minuten. Christopher Street Day ist so, glaube ich, nicht richtig. Ich habe ja eine Vermutung. Ja, das ist die AHA, die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft. Toll. Muss ich auch nicht. Das ist der älteste schwul-lesbische Verein. Aber immerhin alle Fragen. Wo ist es? Wann? 1974 kam der Christian Mutter. Das war eine schwule Sprungrad Oberschwaben. SSOS. Schwule Sprungrad Oberschwaben. Ich dachte, das ist ein Parabel. So, das war Kandidat 3. Start Nummer 4. Ah. Zu uns, Amanda Cox. Amanda. Ein Escher. Ich rede das an, ich weiß nicht. So ein Kräuschen. Oh, guck mal, jetzt hab ich Stress gemacht. Ja, ich sehe schon. Ja, was? Hallo, ich hab's gut. Ist das saukriegt? Das sieht aus wie diese modernen Küchenschwämme. Das ist super. Ich bin einmal ausgerutscht auf der Party. Direkt mal alles ein- und weggesaugt. Was ist das? Ausgewogen, die Gläser. Scheiße, Schwarm aus. Von der Party, meine Kuppel, ganz toll. Ja. Ja, das war schon komplett auch an. Wie geht das aus? Ich sehe Blumenblumen. Guck mal, die Blumen hier sind die Worte von meinem. Naja, genau. An dem Fee. Was möchtest du jetzt die Falte gehen? Okay, was ganz Hartes. Das schaffst du schnell nicht in meinem Alter. Schwer oder leicht wird es da? Ich nehme schwer. Ja. Sehr schön. Ja, ich mach das wie bei den Probleme Kampagnen. Ich auf die unglaublich schwere Frage Nummer 3. Auf welche Gedanken wettern? Auf welche gewaltvolle Handlung einer Drag Queen ging der Stonewall-Aufstand der Erzählung nach los? Auf welche gewaltvolle Handlung, danach ist gefragt, gewaltvolle Handlung? Queen? Also, na gut, weil, wenn du meinst, was sie getan hat, dann würde ich sagen, sie hat einen Stein geschmissen. Kann man so gelten lassen? Ja. Naja, sie hat auf jeden Fall was Hartes, Dickes in die Hand genommen und es geworfen. Wem? Wohin denn? In eine Fensterscheibe. Oh. Nein, das ist. Nein. Scheiße, da hat das Kino angelogen bei den Film Stonewall. Ja. Wodurch wurden sie denn? Da war ja das. Okay. So viel zum Thema Freundschaft. Oh.
hast ein sehr schönes Kleid an. Lügen kann ich ja nicht. So. Was denkst du, was für ein Zimmer mit einem kleinen Schako geworden ist? Das ist im Museum, jetzt möchte ich nicht drüber sprechen. Die passt ja die Frage zu dir. Über mein Gewicht spreche ich nicht. Nummer 13. Wie heißt die schwergewichtige Sängerin? Die schwergewichtige lesbische Sängerin. Maggie Knorr. Der Band. Gossip. Yes! Das Tito. Ah ja, bitte. Mit der Schlagung auf die Amanda Cox, alles richtig gemacht. Wunderbar. So. Ja, eine haben wir noch. Mit der Schlagung auf 5. Kommt die Stella. Der ist toll. Ja, danke. Ein Fragekleid ist das, ja? Genau, es ist ein Questionkleid. Ah, wie so ein kleines Outfit? Nein. Nicht. Was ist das? Hier drin ist das. Ja. Möchtest du erst schwer oder leicht? Nicht nimm erst schwer, weil die. Also, ja, jetzt Vorsicht. Weil schwer manchmal auch leicht. Also, schwer ist halt da in dem Jing drin. Schwer ist das drin. So, jetzt ich, soll ich selber ziehen oder ziehst du? Nein, ich muss ziehen. Hier ist sie schon. Genau. Hier kommt schön. Deine erste von zwei Fragen. Diese soll schwer sein und hat die Nummer 36. Ah, das wird spannend. 36 kann man durch 3 und durch 2 teilen. Und durch 4. Bravo, richtig. So. Welches erzkatholische Land, das das für uns war? Pass auf. Das ich bin Atheistin. Na eben, wir kennen es aus. Welches erzkatholische Land führte nach einem Volksentscheid 2015 die Homosexuelle? Oh, das heißt Irland. Siehst du? Ha! Geht noch. Was ist jetzt? Aber das fand ich wirklich sehr spannend, dass ich das gefragt habe. Es ging auch durch und es ging mit einer hohen Entscheidung. Wahnsinn. Ja, ja, wirklich super. Das haben wir jetzt auch geschafft. Genau. Und irgendwann in 200 Jahren kommt auch Deutschland. Dann ist es da. Ganz sicher. Wir heiraten in 200 Jahren, aber wir sind jetzt über den Zinsen nur so ein Glas in den Kopf drin. Genau, auch schön. Und dann müssen wir auch wieder die Finger. Die werden einfach so über den Paul. Genau. Das wird dann hier. Das machen wir durch das Schuh. Ich denke schon, ja. Gleich noch die Reichsreich ist wirklich leicht. Gleich Nummer 27. Ja, weißt du? Mit welchem Satz brannte sich der ehemalige regierende Bürgermeister Berlins? Ah, war so weit. Und jetzt habe ich aber den Namen in die Geschichtsbücher. Achso, ja, da haben wir es auch gefragt. Deswegen. Ich bin schwul, transgender, lesbisch und bi und das ist auch gut so. Damit wir alle mit so nah haben. Also, wenn wir uns die Sachen nehmen, die Sachen, die Bauern, Thank you.